Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und ich möchte jetzt gerne mal mit dir zusammen auf die Suche gehen, wo sich überall Freude versteckt. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht genauso geht, wie mir das mal ging, dass wir meinen, was uns so gelungen ist in den letzten Tagen im Leben oder so, ja, das hängen wir ja nicht an die große Glocke und da sind wir so ganz bescheiden. Und im Außen ist das ja auch okay, aber das tun wir auch vor uns selber, dass wir das klein halten, dass wir gar nicht sagen, oh, wie toll, das ist mir gelungen oder so. Das gestehen wir uns oft gar nicht zu und das ist ja schon mal sehr, sehr schade. Aber ich nehme sogar noch die Vorfreude mit hinzu, wenn ich mir ausmale, oh, wie werde ich mich fühlen, wenn mir das gelingt, wenn ich da jetzt etwas Neues plane oder so, dass ich mir versuche vorzustellen, oh, was ändert sich da in meinem Leben? Wie wird sich das anfühlen? Da schon die Vorfreude auf diese Veränderung. Das ist schon mal etwas, was mir hilft, sage ich mal, über Gräben zu springen, um raus aus meinen eingefahrenen Bahnen zu kommen. Oder sich mit anderen mitzufreuen, ist auch ein ganz tolles Instrument, um Freude ins eigene Leben zu kriegen. Ne? Ich höre von irgendjemandem, der erzählt mir was, und dann steige ich da so ein, das ist so ein bisschen, als wäre mir das selber gelungen. Das ist so ein Mitfreuen da und da bekomme ich auch ganz tolle Laune und gute Stimmung. Wir müssen uns auch mal auf die Schliche kommen, ob eventuell unser Perfektionismus uns manchmal hindert, uns zu freuen. So nach dem Motto, naja, es war eigentlich schon ganz gut, aber es hätte noch besser sein können. Statt mal zu sagen, genug ist heute wunderbar. Wir müssen nicht immer da das alles dermaßen perfekt machen. Damit klauen wir uns selber ganz viel Möglichkeit der Freude. Und dann möchte ich mal ganz klar herausstellen, dass unsere Bedürfnisse genauso wichtig sind wie die von anderen. Wir meinen immer, wir müssten unsere eigenen zurückstellen und das alles für das Umfeld tun und dann erst wären wir dran mit unseren Bedürfnissen. Aber ich meine, die sind gleichberechtigt. Ich meine nicht, dass wir sie egoistisch ganz nach vorne stellen müssen und dann kommen erst die anderen, sondern sie mal in gleiche Reihe zu stellen, das wäre auch schon mal was, ne? Wo wir das tun, was wir für unser Glück brauchen. Und da mal schauen, denn das haben wir selber in der Hand. Da kommt ja keiner vorbei und sagt, ne, was brauchst du, sondern wir müssen selber gucken, selber auf unsere Bedürfnisse achten und die dann gleichwertig neben die der anderen stellen. Und dann, denke ich, muss uns einfach mal klar sein, dass Angst ein Marketinginstrument ist. Damit kann man heute Wahlen in Amerika gewinnen, damit kann man schlimme Weltnachrichten verkaufen. Ich meine nicht diese gesunde Angst, die wir brauchen vom Feuer und vom Säbelzahntiger. Nein, ich meine diese Angst, die uns so lähmt, die uns nachts nicht schlafen lässt, die uns da so ein Gruselkabinett in den Kopf zaubert. Das macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mich in meinem Leben damals schon für Sachen verrückt gemacht, die nie eingetreten sind. Weg damit. Und ich falle nicht mehr auf Marketinginstrumente herein. Ich lasse mich nicht mehr manipulieren mit dieser Angst. Das darf nicht sein. Und vielleicht guckst du da auch mal, wo überall bei dir noch Stellschrauben sind, dass du dich viel mehr freuen kannst am Tag. Das, denke ich, ist oftmals nur eine kleine Änderung der Blickrichtung. Und vielleicht helfen dir diese Beispiele ja ein bisschen, dir selbst auf die Schliche zu kommen. Dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Tschüss!